Blutüberströmt und verstümmelt. Mit mutmaßlichen Folterverletzungen taucht Dmitri Bulatow Ende Januar in einem Dorf bei Kiew auf und ist seitdem eine Symbolfigur der Opposition in der Ukraine. Seine Peiniger sollen ihm einen Teil seines Ohrs abgeschnitten und seine Hände mit Nägeln durchbohrt haben. Anschließend prügelten sie mit Knüppeln auf ihn ein. So berichtet es der 35-Jährige bei einer Pressekonferenz in Berlin. Diejenigen, die mich festgehalten haben, haben mit russischem Akzent gesprochen. Das waren Profis. Sie haben sehr klar geschlagen. Sie haben alles bewusst gemacht. Das hat man gemerkt. Ich hatte die Augen zu, aber wenn ein Profi seine Arbeit macht, dann merken sie das. Когда работает профессионал своего дела, вы это ощущаете, как это происходит на себе. Mit seiner Bewegung Automaidan ist Bulatow einer der Vorreiter der Protestbewegung in der Ukraine. Dort sind die Demonstrationen gegen Präsident Viktor Janukowitsch zuletzt immer mehr in Gewalt umgeschlagen. Die Sicherheitskräfte wenden in illegaler Weise Gewalt an. Wer an den Protesten teilnimmt, wird gefoltert, in Kleinbussen, auf den Straßen, in Polizeiwachen und sogar in Krankenhäusern. Nachlassen in ihrem Protest wollen die Regierungsgegner nach Bulatows Worten auf keinen Fall, trotz Zugeständnissen der Regierung. Seine eigene Zukunft lässt Bulatow offen. Einen Antrag auf politisches Asyl will er zunächst weder in Deutschland noch anderswo stellen.